Heute in unserer QBB-Woche machen wir Bacon-Mayonnaise. Wie wir die leckere Bacon-Mayonnaise machen, verraten wir euch im Video. Schaut es euch an. Für unsere Bacon-Mayonnaise brauchen wir Baconfett, eine Knoblauchzehe, Bacon, Senf, Zitrone, Ei, Pfeffer, Öl, Paprikapulver und Salz. Und ein hohes Gefäß, was möglichst schmal ist. Und ein Messer. Brauchen wir. Stimmt, wir brauchen Messer für zum Zerschneiden des Bacon. Also. Und dafür. Ich gebe den Bacon erstmal drauf und lasse den schnell aus. Wir nehmen 75 ml Öl und den Rest werden wir mit Baconfett auffüllen, okay, dass wir auf 100 ml kommen. Mhm. Ich lasse den mal schnell aus, gebe den dazu, dass wir dann zusammen haben. Okay. Natürlich brauchen wir für unsere Bacon-Mayonnaise auch Bacon. Den lassen wir jetzt auf der Plansche langsam ausgehen. Da kriegen wir noch ein bisschen Baconfett, das brauchen wir nachher auch noch für die Mayonnaise. Das nehmen wir runter und dann sehen wir uns später wieder. Dann haben wir jetzt alle Zutaten, die wir brauchen. Ich mache schon mal den Knoblauch. So, dass ich ihn gleich pürieren kann. Und ich kippe alles zusammen. Ja, warte. Weißt du denn, wie du das machen musst? Nein. Was kommt denn als erstes rein? Senf. Ei. Ei. Das Ei muss immer unten sein, wenn du Mayonnaise selber machst. Das machst du aber, das Ei. Ja, okay. Ich mache nur kurz ein bisschen hier fein. Nein. Gib dann die Prise Salz drauf. Okay. Dann kann ich das besser pürieren. Eine Prise Salz brauchen wir. Das ist zu viel. Das ist zu viel. Das heißt, das Ei wolltest du haben, ne? Lecker. Lecker. Ja. Dann kommt das Öl drauf. Dann kommt der Senf drauf. So, jetzt ein Spritzer Zitrone. Ohne Kern am besten. Die habe ich vor. Okay. Dann kriegst du noch Pfeffer. Ja, Sir. Und Knoblauch kriegst du gleich untergerührt, das rühren wir zusammen mit dem Bacon unter. Und Paprika kriegst du auch, wenn wir Bacon drauf machen. Hast du alles drin? Okay. Dann ziehen wir mal die Mayonnaise hoch. Langsam. Also ganz wichtig ist, ihr müsst ein dünnes Gefäß nehmen, damit geht das wesentlich einfacher. Das ist sogar schon zu breit. Aber wir haben leider gemerkt, dass wir nichts Besseres haben. Ich rieche sehr viel Zitrone. So viel habe ich gar nicht reingetan, mein Fräulein. Ich rieche viel Zitrone. Jetzt mal probieren, ohne die anderen Sachen. Man schmeckt schon ein bisschen im Bacon, ne? Ja. So. Jetzt kommen die restlichen Zutaten hinzu. Du kannst schon mal Paprika hinzufügen. So, dann kümmere ich mich mal um Knoblauch, dass das schön fein ist. Ihr könnt natürlich auch eine Knoblauchpresse nehmen, wenn ihr wollt. Das machen wir jetzt zu einer kleinen Paste. So, dann machen wir mal den Bacon klein. So lecker. Ja, guck mal, da brauchen wir wirklich 100 Gramm brauchen. Brauchen wir bestimmt nicht. Wir rühren den Bacon runter. Vielleicht brauchen wir auch noch 80 Gramm. Dann kommt der Bacon auch hinzu. Das reicht, glaube ich. Das ist schon ganz schön viel. Weil du den Bacon essen willst. Ja. Bin ja nicht blöd. Ich gebe es zu. Und? Ich rühre jetzt rum. Das kannst du hier. Na, ich glaube, das reicht wirklich 80 Gramm. Ja, das reicht. Sieht schon sehr schön aus. Da ist es. Nein!
So, unsere Bacon-Nase ist schon fertig. Dann füllen wir sie mal um, damit es ein bisschen ansprechender aussieht. Ich habe hier schon einen Löffel Bacon-Nase. Eins, zwei und... Ich find's geil. Oh, ich find's toll. Hallo? Bacon. Bacon? Bacon. So lecker. Wir haben eine leckere Mayonnaise. Die schmeckt nach Mayonnaise, wie eine Mayonnaise schmecken soll. Ein ganz leichtes Raucharoma durch die Paprika, finde ich. Natürlich durch den Bacon. Es ist natürlich unwahrscheinlich baconlastig. Ein bisschen sauer. Kennst du? Mhm. Wenn dann noch mal. Du willst unbedingt zu viel Zitrone drin haben, ne? Da ist zu viel Zitrone drin. Da ist nicht zu viel Zitrone drin. Da ist genau richtig Zitrone drin. Ich find's auch nicht sauer. Probier's doch nochmal mit der anderen Seite. Man schmeckt die Zitrone. Man schmeckt ganz leicht die Zitrone. Sag ich ja. Zitrone. Und ein bisschen Knoblauch. Oh, hier kommt der Knoblauch gut durch. Mhm. Lecker. Probiert diese leckere Bacon-Nase aus. Ich finde sie total lecker. Wie findest du sie? Ich finde sie auch total lecker. Die ist schnell gemacht, wenig Zutaten eigentlich. Intensiv nach Bacon, was gibt's Besseres? Ja. Hey, damit sind wir schon wieder am Ende, ne? Und, was heißt das? Wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr von uns sehen wollt, abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glocke, so werdet ihr immer informiert, wann das nächste Video rauskommt. Bei Facebook könnt ihr uns auch folgen, da haben wir inzwischen auch eine Gruppe, die D&D Sizzling Group. Link tun wir euch unten rein, habe ich beim letzten Mal vergessen. Instagram könnt ihr uns sowieso folgen, da freuen wir uns immer, wenn ihr uns mal schreibt. Twitter sind wir auch. Ja, und das war's, ne? Wir sind raus. Ihr wart mal? Lauter. And that's Sizzletone!